Ja, es muss natürlich weitergehen mit allem, was ich habe. Und das betrifft natürlich auch die Aufträge für Silage. Also, ich habe mir jetzt alle Silageaufträge rausgezogen und mit den etwas widrigen Umständen ohne Mähwerk vorne dran machen wir die jetzt. Das wird schon nicht so schlimm. Keine Sorge. Ich packe mir jetzt hier erstmal meinen schönen dicken fetten Mäher und bretter hier jetzt über den Acker. Wir haben drei Felder komplett mit Silage, das ist nice. Die anderen Felder, die sind mit Heu. Und die machen wir im Livestream. Und dann geht davon ein ganzer schöner Teil von dem Heu, was ja ein nochmal besseres Futtermittel ist für unsere Schafe. Das geht dann im Livestream da rein. Und ich werde jetzt hier erstmal schön durchbreddern. Ich war wirklich fleißig. Ich habe schon, alter Falter, ich habe gedüngt, was das Zeug hält. Nach dem letzten Düngevideo hatte ich nochmal Düngeaufträge. Ich würde fast sagen, ich habe so gut wie fast jedes Feld hier auf der Map gedüngt, was das Zeug hält. Unnormal. Und ja, ich habe mal wieder gut Kohle gemacht. Also 82.000 ist schon mal nicht so schlecht. Nach dem letzten Debakel oder nach den letzten Ausgaben. Und jetzt müssen wir wieder rein. Das heißt, wir machen hier schön den Mähauftrag erstmal. Als allererstes natürlich maximale Breite. So, das ist natürlich das Erste. So. Ne, dann haben wir das schon mal geklärt. Jetzt gehen wir rein ins Navi. Wir wollen hier automatisch festlegen. 9,65 Meter. Da müssen wir jetzt mal eben gucken. Wenn ich das zusammenfahre. Oh, soll ich das lieber zusammenfahren? Wait a minute. Vielleicht fahre ich das lieber zusammen. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Automatische Breite bestimmen. 8,97 Meter. Okay, das ist schon mal nice, dass er das erkennt. Ausgefahren oder zusammengefahren. Erkennt er. Das ist richtig cool. Meine Überlegung gerade, wenn ich... Wir lassen das mal kurz runter. Wenn ich hier jetzt so ein Stückchen mähe. Und jetzt machen wir das mal eben wieder aus. Und dann würde ich daneben noch ein Stückchen mähen. Im Idealfall natürlich so, dass es genau daneben passt. Ja, das ist nicht so ganz daneben. Müsste weiter auseinander sein. Hätte ich am besten jetzt schon mit dem Navi machen können, mit dem GPS. So, aber so passt es, glaube ich. Ja. Wieder aus. Dann ist jetzt die Frage, wenn ich es danach auseinanderfahre, erreiche ich dann, ja, dann würde ich beide erreichen. Wenn ich danach in der Mitte drüber fahre. Aber ich glaube, diese Diskussion hatten wir beim letzten Mal schon, ne? Und da kam es zum Ergebnis, dass tatsächlich, wenn ich aus beiden Reihen das dann zusammenschwader, dass das weniger ist, als wenn ich dann die Bahn einzeln abfahre. Überlegung, Überlegung, Überlegung. Ich bleibe mal bei der maximalen Breite. Zack, zack, das haben wir. Anschalten. Wegpunkt setzen, jawohl. Oh ne, hier müssen wir irgendwie so eine krumme Zahl. Wegpunkt setzen, 45 Grad Winkel. Ja, 45 Grad Winkel passt so einigermaßen. Und dann gehen wir da mal schön rüber bis an den Rand. Und wenn wir das haben, ziehen wir hier schön die Bahnen einmal ordentlich durch. Ach, come on. So, packen wir das mal eben hier an.
Schön auf maximaler Breite. Vielleicht sogar noch so ein Stückchen mehr, ne? Wir nehmen lieber noch mal ein bisschen was vom Rand mit. So. Und dafür ziehen wir jetzt hier ordentlich durch. Also, ab geht es. Es muss gemäht werden. Wink, 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 wink. Der Sound ist einfach zu geil, ne? Ich sage dir. Der Sound... Ah, guck mal, hier nehme ich nicht ganz alles mit, oder? Ja, das Feld ist natürlich ein bisschen schräg geschnitten. Merke ich mir einfach, sollte hier am Ende dann doch noch ein bisschen was übrig bleiben. Ja, muss ich das halt nochmal irgendwie nachfahren. Oh, hier fährt mal einer ab. Das ist aber selten. Das ist aber selten. Da weiß ich noch, habe ich vor ein paar Tagen noch gesagt, Alter, hier fährt ja nie einer ab. Was ist denn hier los? Offenbar wollte heute doch mal einer Tante Lisbeth besuchen. Sehr schön. Die wartet schon. So. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss halt, ne? Ich sehe euch schon hier sitzen. Oh mein Gott, was macht er denn? Ja, was soll ich machen? Das sind momentan die widrigen Umstände. Geschuldet meines Fehlkaufs. So ist es. Muss man halt mit klarkommen. Muss ich jetzt mit klarkommen? Es ist, wie es ist. Da hilft das ganze Gejammer nicht. Ich ziehe jetzt hier natürlich die Aufträge durch. Und sollte dann demnächst hier wieder was Gutes reinkommen an Aufträgen, gehe ich natürlich, oder nicht an Aufträgen, sondern an Rabattaktionen. Ja, dann gönne ich mir natürlich den nächsten besseren Traktor, ist ja klar. Aber solange das so ist, muss ich eben mit diesen widrigen Umständen klarkommen. Und ich komme auch damit klar. Ist mir komplett wurscht, dann fahre ich halt hier zweimal lang und gut ist. Easy. Oder ich schnapp mir gleich irgendwie noch einen Helfer und der fährt hier die Bahn ab. Und währenddessen... Ah, wobei, das wird, glaube ich, schwierig. Der Helfer schnallt ja nicht, dass er dann zwei Reihen weiterfahren muss, um dann da dann weiterzumachen. Das könnte ein bisschen tricky werden. Hatte ich ja beim letzten Mal schon gemacht. Das war dann nicht ganz so ideal. Aber wir gucken mal, das wird schon. Es sind auch nur drei... Oder das hier ist ja das größte Feld hier oben in der Area. Und dann sind es noch zwei kleinere Felder, die sind ratzfatz erledigt. Und im Großen und Ganzen ist das ja auch einfach eine schnelle, wirklich chillige Arbeit, das mit der Silage, muss ich ja sagen. Das Zeitaufwendigste ist, glaube ich, einfach nur die Gurkerei, ne? Die Hin- und Herfahrerei und dann das Wegbringen und so weiter. Aber ansonsten ist das doch ganz easy hier. Ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal durch. Hier hinten, wie gesagt, sind noch zwei weitere Felder. Und die anderen dann, wie gerade auch schon gesagt, die kommen dann... Hoppala. Die kommen dann schön... So, rein da. Im Livestream dran. Und da machen wir dann natürlich ordentlich Heu. Und das Heu, das werde ich dann auch schön zu Ballen pressen, einlagern auf dem Hof oder irgendwo zur Seite stellen und dann gegebenenfalls meine Schafe mit Heu füttern. Warum denn nicht? Können wir ja auch irgendwie zur Seite stellen. Und da überlege ich schon, also wenn jetzt irgendwas in der Art wie so ein Heuwender nochmal in die Angebote kommt, jo, dann gönne ich mir, glaube ich, nochmal so einen Heuwender, ne? Warum denn nicht? Einfach nochmal drüber. Oder ich lasse es einfach komplett und werde das mit der Silage irgendwie alles machen, mit dem Gras. Mal gucken, mal gucken. Prio, erstmal ist natürlich jetzt wieder hier zu Geld kommen, den nächsten Schafstall holen. Ich will ja insgesamt drei Stück dann da haben, dass da unten die Fläche fertig ist. Ausreichend Kohle für, sagen wir mal so, 3 bis 6 beziehungsweise vielleicht sogar 8 Gewächshäuser der modernen Art mit den ganzen anderen Sachen. Die kosten 25.000, das ist auch mal wieder nicht so ganz wenig. Aber das ist dann mal Cash, was eben auch wirklich wieder passiv wieder Einkommen bringt. Und der Traktor ist zwar dann auch immer wieder viel ausgegebenes Geld, aber das ist natürlich dann immer Geld, was man halt aktiv erst wieder reinkriegt. Also durch Aufträge, durch ja, das Bewirtschaften dann halt von Feldern. Ne? Und so für nebenbei mal eben passiv, dass das Geld einfach läuft. Dafür sind dann natürlich solche Sachen, solche Produktionsketten immer super praktisch. Apropos Produktionsketten,
Gibt es denn eine super Produktionskette für Wolle? Weil ich habe ja bald Wolle. Und da ist natürlich die Frage, was mache ich mit der ganzen Wolle? Verhökere ich irgendwann die Wolle einfach so? Oder kennst du da vielleicht auch eine Möglichkeit, was man mit der Wolle noch so Sinnvolles anstellen kann? Auch das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Da schaue ich mir natürlich wie immer alles an. Und dann gucken wir mal, was wir machen mit dem Ganzen. So, wait. Hier komme ich jetzt, glaube ich, nicht durch. Ne, ich fahre jetzt hier einfach nochmal so lang. Oh, wait. Das ist natürlich auch ein bisschen uncool, ne? Dann landet das ja jetzt daneben. Boah, wie machen wir das? Wie machen wir das? Eigentlich wäre es ja cool, wenn ich jetzt... Ja, vielleicht nehme ich einfach gleich die andere Maschine, den anderen Traktor, mache mir vorne das Mähwerk dran, den kleinen, und fahre dann halt hier so bergab runter mit Mähwerk und mit Ballenpresse. Ich mähe aber jetzt eher erstmal groß zusammen. Mal eben schauen, welche Aufträge sind es noch. Feld 14, 15, 18. 14, 15, okay, das und das. Genau, dann machen wir das mal eben hier fertig. Und hier muss ich auch, glaube ich, gar nicht so viel machen. Zack, zack, auseinanderpacken und drüber mähen. Ja, und dann, wie gesagt, jawohl, auch das wieder ausfahren. Maximal. So. Anschalten. Und dann fahren wir hier gleich einmal schön drüber. Oder zweimal. Na, dreimal, mal gucken. So, jetzt komm, mach schön. Das machen wir mal eben aus. Schön die gerade Bahn ziehen, damit das auch löbt. Oh, 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 oh. Aber so gerade, sag ich dir. So, mal eben hier fertig machen. Und dann holen wir uns den anderen Traktor. Und dann ist das gut. So, jetzt mal eben fliegender Wechsel zu dem kleinen Traktor. Der kriegt das natürlich so gerade hier alles hoch. Aber so richtig aktiv dann damit über den Ackerbrettern, das ist halt uncool. Das ist ja der Grund, warum ich überhaupt die größeren Traktoren haben will. Weil das eben mit der Maschine PS-mäßig einfach nicht reicht. Aber hilft ja alles nichts, ne? Da muss er halt irgendwie durch. So, Steuerung X, alles ausfahren, ist es. Steuerung V, alles runterfahren. Vorne, hinten, jawohl. Steuerung B. Alles anmachen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Kommt er klar damit? Ich glaube, bergab kommt er so einigermaßen klar. Das hatte ich ja schon mal probiert. Oh, da muss ich gleich nochmal rüberfahren zum Einsammeln. Aber dann mache ich das vorne aus. Und solange das jetzt so geht, ne, mit knapp bergab mit 10 km/h, ist das voll okay. Und ich glaube, ich muss auch einfach wieder bis nach oben hochfahren. Das ist wie Schlittenfahren jetzt hier. Schön den Rodelberg. Hui! Runter geht's. Mit den Silageballen. Na guck, Alter. Bis hier hinten hin. Genau. 1, 2, 3 Silageballen. Aber on point. In einer Linie. Ja, und den lassen wir nochmal hier in der Linie. Dann kann ich den gleich schön einsammeln. Aber ich fahre tatsächlich jetzt so einfach wieder zurück und ausschalten und zurück damit, weil das hier hochkämpfen, das wird nichts. Ja, das sieht doch gut aus hier. Also gar nicht so schwierig jetzt das Ganze. Ist natürlich schöner gewesen, oder es wäre natürlich schöner, das mit einem Rutsch hier einmal zu machen. Aber ich muss sagen, das passt doch ganz gut. Jede Menge Ballen hier auf dem ersten Acker. Sehr, sehr, sehr gut. Bringt wieder ordentlich Cash rein. Und ja, da muss ich natürlich auch überlegen, was mache ich damit? Gebe ich jetzt wieder alles ab oder hebe ich auf? Und ich tendiere tatsächlich dazu, weiter aufheben und dann erst wieder im Jahresende zu verkaufen. Denn jetzt habe ich ja gar nicht so viel davon, wenn ich jetzt... die Ballen, das machen wir mal hoch und aus vorne, wenn ich jetzt die Ballen halt abgebe. Na klar, wäre es jetzt ein kleines Bonusgeschäft, aber ich denke, ich werde lieber alles einsammeln
und dann gebündelt zum Jahresende wieder verkaufen. Ich habe die Fläche ja, ich nutze das einfach und gut ist. So, jetzt gucken wir mal, kriegen wir hier noch einen ganzen Ballen zusammen. Da hinten liegt noch einiges auf der Linie, ja. Da war das so ein bisschen breit. Also es war so gerade machbar, ne? Vielleicht ist es doch smarter, das Ding nicht so ganz auseinander zu fahren. Wobei es halt so gerade passt, ne? Aber da muss man eben genau passend das hier einmal alles abernten. Na, ich guck mal, ich nehme mal das jetzt mit. Und drüben das Nachbarfeld, da muss ich jetzt gar nicht mehr mähen. Da bin ich gerade schon mal drüber gefahren. Ja, das sieht natürlich jetzt dementsprechend halt aus, ne? Auch nicht so ganz schön. So, das nehmen wir hier auch nochmal eben mit. Das auch. Solange hier nichts steht, von wegen hier nur auf deinem eigenen Acker ernten und ich das hier einsammeln kann, na, kann ich aber nicht. Er steht da nicht. Es kommt zwar nicht diese Meldung, aber ich kann es trotzdem leider nicht einsammeln. Vielleicht hier vorne den Rand noch, das müsste gehen. So, Maschine ist noch an, ja. Jawohl, da kommen noch einige Prozent. Oh ja, das war ja fast alles. Und das nehmen wir auch nochmal vom Acker aus in die andere Richtung. Den dicken Haufen da, den nehmen wir auch nochmal in Angriff. So, und dann geht es rüber aufs nächste Feld. Und sollten dann gleich zum Ende hin tatsächlich noch so ein paar Kilo fehlen. Na guck. Ja, guck. Das war doch gut. Dann kann ich immer noch irgendwelche Fitzelchen hier einsammeln. So, jetzt machen wir erstmal hier den Seitenstreifen. So er denn geht. Ja, doch, geht, geht, geht. Also, ziehen wir den hier mal eben rein. Na, sollte ich vielleicht doch ein bisschen breiter versuchen mitzunehmen. Ja, doch, geht doch. Also, solange das alles geht, alles mitnehmen. Na, guck, dann haben wir den ersten Ballen hier schon fertig. Vom Rand. Lege ich mal hier an die Seite. So. Ja, und dann nehmen wir jetzt hier schön das nächste Feld in Angriff. Und daneben das, das muss ich dann tatsächlich auch nochmal kurz abmähen. Aber es sind eben auch nur hier die vier Streifen. Und das hier, wie gesagt, das hatte ich eben schon mit dem Schmetterlingsmäher abgemäht. Und zwar dann eben zweimal gefahren. Ja, also kann man machen, ist vielleicht nicht ideal. Naja, naja, es wird schon. Irgendwann ist dann da der passende Traktor da. Und dann werden wir eben sehen, wie, hoppala, den lassen wir vorbeifahren. Dann werden wir sehen, dass es eben auch wieder schneller geht und so weiter. Das passt schon alles. Aber jetzt, wie gesagt, Priorität, Investition auf den Hof. In Geräte, in weitere Produktionsanlagen und sowas alles und nicht mehr Ausgaben. Weil so ein Traktor ist zwar irgendwie auch eine Investition, aber es ist auch viel Ausgabe, denn es ist ja auch viel einfach nur, na, ich sag mal, Produktionskomfort, ne? Dass es einfach leichter geht, schneller geht und eben auch nur dann halt Geld bringt, wenn ich es selber benutze. Und da haben wir halt den begrenzenden Faktor. Also, wenn etwas nur Geld bringt, wenn ich es selber benutze, dann ist es eben dadurch begrenzt, dass es eben nur durch mich als einzelne Person halt Geld bringt. Und das ist halt uncool. Und deswegen muss man da halt ein bisschen was ändern. Also, da muss ein bisschen passives Income rein und dann lübt das auch. So, jetzt hier weiter durchziehen, gleich nochmal schnell den anderen abmähen und dann haben wir es auch schon bald. Und das ist der letzte Ballen. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, also so gerade noch schön am Rand alles weggekratzt und jetzt sehen wir da hinten einen riesen Acker, schön die kleinen schwarzen Kügelchen. Hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, jetzt heißt es natürlich gucken und genau gucken, wie viel von diesen Ballen nehme ich mit, damit die Aufträge fertig sind und wie viele kommen schön auf dem eigenen Hof. So, erstmal wieder hier schön alles zurückbringen und sauber machen. Und ja, dann gleich mal weiter gucken. Mit dem Anhänger, genau. Gleich eben alles
schön wegschleppen. Das muss alles zum Viehhandel. Das ist schon mal gut. Ich habe geguckt, dass alle Aufträge, die ich annehme, natürlich wieder an ein und dieselbe Stelle gehen. Das macht das Ganze immer deutlich einfacher. So, das sieht doch auch wieder ganz gut aus hier. Jawollo. Und dann haben wir es. So, perfekt. Genau. Und jetzt den Anhänger holen und dann schön ab nach oben damit. Alles einsammeln. Und ja, dann gleich gucken, ne? Dann gleich gucken, wie viel kommt rein. Ich glaube, ich werde zum Teil vielleicht daneben legen und vorsichtig reinschubsen oder sowas. Nicht, dass ich zu viel abgebe. Denn das bringt ja, zack, bringt ja alles gut Cash, wenn wir das selber abgeben. Haben wir ja zuletzt gesehen. Eine volle Lieferung von diesem roten Anhänger hier. Eine volle Lieferung mit Silageballen zur besten Jahreszeit, zum besten Monat hat 17.500 gebracht. Das, oder so um den Dreh, das lohnt natürlich. Also da kann man natürlich schon gut reincashen. Also das im Schwermodus, wenn man das im leichten Modus hier zockt oder im, gibt es einen mittleren auch noch, dann sollte das natürlich auch noch deutlich mehr an Cash sein, was dann dabei rumkommt. So, jetzt erstmal schnell nach oben damit und alles einsammeln. So, der letzte Ballen. Und damit geht es ab, nochmal eben Kontrolle machen. Zum Aufträge, da ist es. Also, da oben müsste man ja mal eben rechnen. Ne? Da oben die Felder, das waren 3 oder 4 Ballen und das andere waren vielleicht 6 Ballen. So, 5 oder 6. Das heißt, 4 auf dem und 2 auf den wären... Naja, und jetzt hier... Boah, ich glaube, ich habe schon zu viel drauf, ne? Ich habe jetzt hier eine komplette Ladung, mal eben hier einfahren. Ich habe jetzt hier eine komplette Ladung drauf. Ich glaube, ich werde gleich mal beim Abladen so ein bisschen vorfahren und gucken, dass nicht alles sofort in diese Abladezone geht. Ach so, ich wollte gucken, ob das richtig ist. Viehhandel. Viehhandel 1, 2, 3. Wir kriegen hier für die Aufträge richtig gut Cash, ne? Fast 16.000 Euro für die Aufträge plus natürlich das, was dann übrig bleibt. Das schmeckt. So, dann fahren wir jetzt hier schön vorsichtig dran. Und auch so, dass ich gleich nochmal weiter wegziehen kann mit der ganzen Ladung. So. Ja, so knapp hier rein und rauslassen. So. Und dann fahre ich lieber und drücke das Ganze Stück für Stück gleich rückwärts nochmal hier rein. So. Set. So, raus damit. Vor, 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 vor. Na. Wie viel haben wir? Oh, 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 oh. 40, 50%. Mal eben gucken. Abgeschlossen, abgeschlossen. 60% beim letzten Feld. Bisschen rückwärts fahren. Flip, flip. Nochmal 3 Ballen. Und das war's dann, ne? Ich glaube, ja, die beiden noch. Nee, ne? Einer noch? Haha, das ist aber geil, ey. Flup. Nein, 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 nicht so viel. Ah, schon zu viel. Okay. Aber die hier, ne? Die 6 Ballen, die schiebe ich jetzt wieder zurück. Und dann sammle ich die wieder ein und sammle den Rest auf dem Acker auch ein. Das verkaufen wir schön, wenn es soweit ist, im Herbst. Jawohl, weg damit, weg damit. Gib ihm. So, zack. Schön einladen hier. Jawohl, das geht gleich hier schön. Zack, automatisch. Jawollo. So, Moke wieder. Zack, guck mal hier, perfekt. Ja. Genau, dann laden wir jetzt gleich noch den anderen Kram hier, den anderen Krempel vom Acker ein.
Alter, so ist natürlich richtig nice, ne? Ja, perfekt. So, Abfahrt, Reste einladen und dann haben wir's. Na, das ist auch gar nicht so schlecht, ey. Da ist auch einiges hängen geblieben hier an Ballen. Zap, zarab, auch noch abladen. Passt das? Vielleicht noch ein bisschen Korrektur, genau. So, aber ich muss auch noch vorfahren. Ja, fahr. Oh, der kommt zu hart. Oh, der kommt zu schräg. Oh, hätte ich mich gerade stellen müssen. Aber passt schon. Ja, dann kommt daneben auch noch was. Das wird schon am Ende nächste oder Ende des Jahres ist das alles oder Anfang nächsten Jahres alles wieder so durcheinander. So, aber Hauptsache, wir haben hier einen ganzen Haufen Silage. Oh, sehr gut. Das ist doch wirklich gut. Ja, und wir haben jetzt damit, jetzt muss ich gleich die Aufträge abgeben. Oh, ich habe ja fast genug Cash für das nächste Schafsgehege. Ui. Oh, da muss ich aber mal überlegen. Aber vorher gucken wir natürlich auch noch gleich in die Angebote rein. So, das packen wir noch schön ein. Oh, da muss ich aber noch überlegen. Was ist das eigentlich hier für ein Feld? Ach, genau, das war das Feld, wo ich die Baumwolle noch hatte. Ah. Ja, da muss ich ja jetzt tatsächlich mal... Hoppala. Tatsächlich noch mal überlegen. Also, wir gucken gleich erstmal in die Angebote rein. Und, ja, Aufträge abgeben und gucken, wie viel Cash dabei rumgekommen ist. So, auch das Gerät hier nochmal schön sauber abgestellt. Einmal mähen, zweimal mähen. Zack, perfekt. Ich finde den Sound so geil, ne? Miau. Cool. So, haben wir. Ja, Aufträge abschließen. Aufträge abschließen. 1, 2, 3. Oh ja, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben mal wieder Feld 71. Wir haben mal wieder Feld 71 vor der Nase. Das wäre mal wieder richtig, richtig viel. Und das ist diesmal Heu. Würde bedeuten, ich könnte die gesamten Geräte ausleihen. Wenn ich nicht schon irgendwie was habe. Vielleicht habe ich ja noch was bis dahin. Und würde dann mit den ausgeliehenen Geräten das alles machen wieder. Wahrscheinlich mit Helfer. Und beim Abgeben dann alles, was an Heu übrig ist, natürlich auch hier wieder lagern für die Schafe. Denn in den letzten YouTube-Kommentaren stand drin, Heu ist die beste Nahrungsquelle für Schafe. Aber ich muss sagen, auch hier mit dem normalen Gras scheint das ganz gut zu sein. Gucken wir mal eben rein. Das sieht doch gut aus hier. Die chillen hier schön. Ja, Wollo. Wie die Heidschnucken. Hervorragend. Alle schön auf 100% fit. Was haben wir hier? Tiere, 9 Monate. Bentheimer Landschaf, Anzahl 6. Gesundheit 100%, Reproduktion 20%. Was mir übrigens im Nachhinein eingefallen ist, ne? Wäre es smarter gewesen, alles von einer Art, also die werden sich ja wahrscheinlich nicht alle vermischen. Wäre es smarter gewesen, 24 Schafe von einer Art zu nehmen, statt... statt eben diesen Mischmasch zu machen. Weil dann hätte ich ja jetzt Reproduktion von 24 sozusagen und nicht von 6. Wahrscheinlich schon. Anzahl 6. Alter 9 Monate. Gesundheit 100%, Nahrung 10.000 Liter, Reproduktion 20%. Ja, die werden das alle haben, ne?
egal welche Art das jetzt ist hier, werden die das alle so haben. Ja, das ist die Frage. Und dann vielleicht mache ich das dann auch irgendwann so, dass ich den, vielleicht mache ich sogar noch einen vierten Stall irgendwo hin, vielleicht habe ich dann irgendwo Platz oder was. Und dann kann ich pro Art hier einen kompletten, kompletten Stall haben. Und gut ist. Ja, 500 Kilo an Wolle sind mittlerweile schon drin. Passt. Hat sich aber, glaube ich, noch nichts geändert. Das ist soweit gut. Und wir gucken noch mal rein hier ins... Es gibt noch nichts. Immer noch nichts. Noch keine Angebote. Wir haben bald 12 Uhr. Gucken wir mal kurz rein hier. 12 Uhr. Kommt was um 12? Ja, das erste Teil, was wir erstmal absolut gar nicht benötigen. Gar nicht so schlecht. Ja, aber wir lassen das natürlich jetzt erstmal so weiter laufen. Ich lasse das auch nicht, ich spule es auch nicht weiter vor oder so Sachen. Denn wir werden noch viel Zeit benötigen für den Livestream, für weitere Aufgaben. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal rein auf X. Nee, es gibt auch sonst nichts weiteres, ne? Also, das sind alles hier, auch alles für den Viehhandel. Ja, komplett alles für den Viehhandel. Ballenpressaufträge würde bedeuten, trocknen, wenden und trocknen, ja. Schneide Gras, also Gras oder Heu dann am Ende. Und das alles hier mit diesem großen Setup. Also wahrscheinlich von der Arbeitsdauer den großen Auftrag im Livestream. Und dann machen wir daraus vielleicht nochmal ein Video oder sowas. Müssen wir gucken, wie wir das schaffen, zeitlich. Ja, so der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben 100.000 wieder zusammen. Reicht nicht so ganz, um einen neuen Stall hinzustellen plus Tiere. Tiere, Schafe, 97, nee. 3.000 ist ein bisschen knapp, kriege ich eine Art hin. Apropos mit dem Verdursten, da gab es auch einen Kommentar. Hier bei den großen Stallanlagen braucht man kein Wasser. Das braucht man nur bei dem kleinen, da muss man extra Wasser für holen. Also bei der kleinen Schafsweide. Und hier die Häuser, die haben wohl einen Wasseranschluss. Die werden direkt versorgt. Ob das das Zeichen ist hier, könnte sein, ne? Nee, könnte nicht sein. Das ist einfach das Zeichen, hier benötigen die Wasser. Und hier bei den großen Stallanlagen brauchen die das nicht. Das ist doch schon mal ganz nice. Also, da gehen wir auf jeden Fall nochmal weiter rein. Aber ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen Cash. Also dann beim nächsten Mal hier komplett wieder alles voll machen mit Schafshütten. So. Genug dafür. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.